Herzliche Grüße an alle Zuschauer, die eingeschaltet haben. Heute beginnt die MotoGP-Weltmeisterschaft, das Rennwochenende auf dem Asphalt des Ricardo Tormo in Valencia. Valencia! Letztes Rennen für das Brüste-Team bei uns. War das jetzt eine Frage oder war das jetzt eine Antwort? Genau so sollte es nämlich auch klingen. Damit lasse ich euch noch ein bisschen zittern. Ne, Moment mal, eigentlich nicht. Ihr könntet jetzt ganz clever am Ende des Videos vorspulen und schauen, was ich mache. Das wäre aber scheiße, dann verpasst ihr gerade das Qualifying, also würde ich euch raten, das nicht zu machen. Momentan führt nämlich Canet mit der besten Zeit eine 1:39,5. Was mir hier aufgefallen ist bei dieser Strecke hier in Valencia auf diesem Kurs ist, es gibt eine Leistungssteigerung zwischen Training 1 und Qualifying. Was ich damit sagen möchte ist, das Gripniveau steigt von Session zu Session. Also ich bin eigentlich nie schneller gefahren im Training als 1:40. Also ich kam nie in diesen Bereich der 1:39er Zeiten. Hier im Qualifying habe ich mich wiederum leichter getan, denn nach zwei Sektoren fühle ich schon mit knapp 1/4. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung auch gemacht habt, die ich jetzt auch gemacht habe hier in Valencia. In Valencia ist mir das besonders aufgefallen, weil ich diese Rennstrecke eigentlich gar nicht mag. Ja, der zweite Punkt, den ich gerne von euch wissen möchte, ist, habe ich mich verbessert im Vergleich zum ersten Rennen in Katar mit dem letzten Rennen jetzt hier in Valencia oder mit dem letzten Rennen aus Phil Island? Malaysia möchte ich komplett ausklammern, denn das war ein scheiß Rennen, auf gut Deutsch gesagt, ja. Letzte Kurve, da habe ich so meine Probleme hier in Valencia, Kurve 14, auch nicht so wirklich hundertprozentig getroffen. Mal schauen, ob wir den Nagel auf den Punkt treffen, dann im Rennen. Das letzte Rennen in unserer MotoSuite-Karriere möge beginnen, und zwar von Position 2 aus. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, ich starte hier wieder mal mit Medium, wenn die gesamte Konkurrenz auf Soft starten möchte. Mal schauen, ein schöner Saisonabschluss wäre natürlich ein Podium. Ein Sieg wäre natürlich nochmal besser, aber an den Sieg glaube ich heute persönlich nicht. Und wohin wird es uns nach dieser Saison hinschlagen? Ja, entweder in die Moto2 oder bleiben wir noch in die Moto3. Das werdet ihr natürlich erfahren nach dem Rennen. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allem gute Unterhaltung. Alle Fahrer stehen in der Startaufstellung. In wenigen Augenblicken wird die Ampel hier am Ricardo Tormo in Valencia das Signal zum Start geben. Die besten drei auch in der Fahrermeisterschaft hier in der ersten Startreihe. Und der letzte große Preis hier in Valencia möge beginnen, und zwar genau jetzt. So, ich möchte mich eigentlich gleich in den Windschatten von Canet klammern. Das tue ich auch, weil damit verliere ich nur die Position gegen Martin. Oh, der ist sehr weit innen. Ich wollte gerade fragen, ob das gut gehen kann gegen Canet. Es ging gut. Es ging gut. Und ich muss mir die Chance mal gleich in Kurve 2 versuchen zu attackieren. Canet ist zurückgefahren auf P3. Martin vorne weg. Nein, wir vorne weg. Wir übernehmen die Spitze. Aber mal schauen, wie lange. Sektor 3 war KI-Land. Sektor 3. Da habe ich am meisten verloren. Da kommen wir jetzt gleich hin. Noch befinden wir uns in Sektor 2. Oh, zu früh Gas gegeben. Zu viel Gas gegeben, besser gesagt. Dann müssen wir jetzt mal nach hinten schauen. Martin hinter uns, da kommt die gesamte Gruppe. Bezzecchi ist auch nicht so weit weg. Wir fahren hier 8 Runden, deswegen Medium. Der Reifen soll halten, nur die Reifen sollen halten, besser gesagt. Der hat 2 Reifen, vorne und hinten. Aber was für eine gute Anfangsphase. Martin kommt da nicht. Bike untersteuert nicht sehr schön. Ich kann auch weite Linien fahren. Das gefällt mir. Ich habe mich nicht eingeschossen mit den 2 Medium-Reifen hier. Das ist Blindflug. Und dieser Blindflug scheint momentan zu funktionieren. Setup liegt sehr gut. Oh, hier sehr weit rausgefahren. Eigentlich schon zu weit. Jetzt geben wir Martin den Windschatten. Und dann haben wir die erste Runde schon absolviert. Bezzecchi schon auf P3. Oh je, und jetzt will Martin ansetzen. Kurve 1 war immer so ein bisschen mein Knackpunkt, auch im Qualifying. Nie wirklich getroffen.
Kurve 2, Sektor 1, ein bisschen mein Sektor, trotzdem, trotz Kurve 1. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf der 1 mal stehe, weil ich komme hier schlecht in den Rhythmus rein in dieser, auf diesen Kurs. Fällt mir eigentlich immer schnell der Rhythmus, der kam relativ schnell diesmal. Schon in Runde 1 war ich schon in meinem Element. Gut, es ist auch das sechste Rennen, was ich jetzt innerhalb von 2 Tagen aufnehme. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt so ein bisschen einfach mehr Übung habe. Das kann ich auch wirklich jedem nur ans Herz legen. Üben, üben, üben. Oh, da will Martin rein. Ja, weil ich finde schon, ich habe mich gesteigert von Saisonbeginn bis jetzt. Irgendwann man hat auch die Steigerung da deutlich gemerkt. Bei Leise und Austin natürlich die 2 Tiefs in dieser Saison. Aber meiner Meinung nach nicht von mir verschuldet. Das schlechteste Rennen, boah, das ist schwer rauszufiltern, finde ich. Silverstone würde ich schon fast sagen, Silverstone. Da haben wir es noch in der Hand gehabt und haben es selber weggeschmissen. Oh, den Medium-Reifen baut aber auch schon ordentlich ab nach 2 Runden. Holla die Waldfee, trotzdem schnellste Runde. Positiv finde ich echt den KI-Schwierigkeitsgrad, dass man den wirklich einstellen kann. Ob das jetzt so realistisch ist, dass wir hier vorne wegfahren. Wir haben nicht jeden Grand Prix gewonnen. Wir mussten uns jeden Sieg hart erkämpfen, wie das üblich ist in der Moto3. Also von dem her würde ich sagen, habe ich eigentlich nichts falsch gemacht. P3, Bezeki momentan auf P6. In der aktuellen Moto3-Klasse hat er sogar die Spitze übernommen und ist unser Teamkollege. Also von dem her, so unrealistisch ist das nicht, wo wir hier fahren. Bezeki ja in Assen, das Bike in der letzten Runde ist weggeschmissen und konnte die ganze Zeit vorne mitfahren und hier kann er das auch. Also ich finde, da habe ich eigentlich einen guten Schwierigkeitsgrad gehabt. Zum Schluss vor allem 83, ich weiß nicht, das hat optimal gepasst. Die Kurve dafür nicht. Es war nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Also ich musste mir die Siege schon immer, ja, erfahren. Ich habe sie nicht auf dem Silbertablett geschenkt bekommen. Keins, auch nicht das hier heute, weil der Martin macht Druck. Der Martin macht Druck. Und die KI ist der größte Pluspunkt im Vergleich zum Vorgänger. Da haben sie auf jeden Fall Arbeit geleistet. Was jetzt natürlich negativ hervorsteht, wäre der Regen. Der Regen. Das stimmt nicht so ganz von der Chemie. Ja, Martin, das stimmt auch nicht so ganz, wo du hier hin willst. Oh, jetzt habe ich die Tür wieder aufgelassen, aber er nutzt sie nicht. Das heißt, er kann sie nicht nutzen. Canet und Bezeki duellieren sich jetzt 4 und 5. Oh, Fehler. Fehler von mir, den ich aber mit dem guten Setup hier korrigieren kann gegen Martin. KI finde natürlich sehr, wie die geil. Eine ganze Gruppe ist da hinten. Eine ganze Truppe an Fahrern. Ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben. Schwierigkeitsgrad, war der angemessen? War der zu schwach? War er zu, vielleicht sogar zu stark? Das bezweifle ich allerdings. Bei manchen Kursen hätte ich durchaus vielleicht höher gehen müssen. Bei anderen vielleicht wieder ein bisschen runtergehen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, passt das. Seit Aragon fahre ich jetzt hier auf 83. Seitdem habe ich dann nichts mehr umgestellt. Weil ich versuche das dann immer mit dem Setup. Oder durch das Setup versuche ich mich zu steigern. Also mir ein Setup zu basteln für die Strecke. Dafür ist der Entwicklungstest relativ gut. Das Bike habe ich auch nicht mehr wirklich entwickelt zum Schluss. Das habe ich dann auch mehr oder weniger gelassen. So, der Fabio will vorbei. Aber die Bremsen zu früh für Kurve 1. Das ist mein Vorteil. Das ist mein Trumpf.
Trotzdem, wir sind erst in Runde 5. Medium, Medium, wieder alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Mit den harten Reifen bin ich noch nie gefahren. Oh, das war jetzt ein bisschen zu langsam. Aber ich habe das Bike immer mehr verstanden, was es will von mir. Und natürlich auch durch eure Tipps. Das darf man ja auch nicht abschlagen. Fehler! Und den doch nicht. Die Kurve doch noch bekommen. Und sogar relativ gut bekommen. Also das war für mich schon am Limit gefahren. Da wollte ich zu viel, da ist die Tür sperrend weit auf. Aber ich kann es korrigieren, weil ich hier nicht so viel untersteuern habe. Holla die Waldfee. Ja, und da... Oh, da könnte ich gar nichts mehr kompensieren. Oh, tödlicher Unfall. Oh. Ja, so schnell geht's. So schnell kann es gehen. Jetzt habe ich noch ein paar Runden hier, noch ein paar Positionen gut zu machen, wenigstens ein paar Punkte mitzunehmen. Den Fabio habe ich leider mitgenommen. Marc Annett freut sich genauso wie mein Teamkollege Bisecki. Ah, bin ich voll aggressiv über den Körper, weil ich habe kein Gas mehr gegeben. Ich bin weggeflogen. Ich gehe komplett auf meine Kappe. Angeschoben, vorbei. Ja, können sie wieder innen reinstechen. Ah, das geht voll auf meine Kappe. Wow, da berühren wir uns sogar noch leicht. Aber wir haben noch 300 zu kompensieren. Also die Kurve haben wir noch nie so genommen wie vorhin. Noch nie. Das war jetzt... Ja, auch wieder eine Erfahrung mehr, die ich da gemacht habe. Ja, ich fliege nicht durch das Feld wieder. Aber ein Punkt geht noch. Der Fabio auf der 9 hat genauso viel verloren. Jetzt mache ich da wieder den gleichen Fehler. Das geht gar nicht. Jetzt lenke ich da zu früh ein. Das ist das Problem gerade. Ich glaube, P12 war sogar das Ziel. Kanett, freie Fahrt, neue schnellste Rennrunde. Wird er sich sagen. 39,8. Jetzt bin ich vorne zu langsam gefahren. Ich konnte schneller. Aber er hätte nur überholen müssen. Ja, Kurve 1 viel zu schnell. So, jetzt holen wir aber auch wieder auf. Also das Teamziel zum Schluss will ich trotzdem nochmal schaffen. Die Säcke haben sie auf jeden Fall nach 2 Updates stärker gemacht. Und der bleibt Philipp mal voll auf dem Gas stehen. Also langsam merke ich das Untersteuern wieder mehr und das Übersteuern auch. Weil der Reifen hat. Beide Reifen haben ja schon wieder 50% der Reihe. Okay, das wäre tödlich geworden. Das wäre richtig tödlich geworden bei den Softreifen. Also in der Beziehung eigentlich alles richtig gemacht. Aber ich tue mich hier schwer aufzuholen. Eine Runde haben wir noch. Hohoho. Das war am absoluten Limit eingelenkt. Also früher hätte ich nicht einlenken dürfen. Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Krieg keinen Windschatten, krieg keinen Windschatten. Nein. Ja, die Reifen bauen ab. Die Reifen haben jetzt schon abgebaut. Und da ist der Fabio. Es wird doch kein Punkt mehr. 9/10 müsste ich da aufholen.
Das ist ein bisschen viel. Das ist too much. Der Unterschied im Vergleich zu dem Soft-Reifen ist, bei dem Medium-Reifen merkt man das jetzt nicht so schnell. Also es ist nicht so plötzlich der eintretende Effekt, dass man deutlich weniger Grip hat. Der Medium lässt dann auch ein bisschen mehr zu. Also hier müsste man schon fast hart fahren. Das ist dann wirklich sehr... Ja, jetzt merke ich, dass er untersteuern will. Zum Beispiel jetzt hier nicht. Das war optimal. Ich fahre auch noch alle hinten dran. Wo ist denn da vorne? Da vorne war, glaube ich, gerade ein Kampf zu sehen. Ah, es wird nichts mehr. Das wird nichts mehr mit dem letzten Punkt. Wäre auch jetzt nach dem Schluss nicht mehr verdient. Ach, alles versucht. Kann nicht gewinnen das letzte Rennen? Müsste auch damit die Meisterschaft gewonnen haben. Wir werden am Ende 16. Das darf ich mir selber ankreiden. Das darf ich mir persönlich selber ankreiden. Und das tue ich auch. Das tue ich auch. Und damit haben wir Level 40 erreicht. Pion. Der Parc Fermé fühlt sich mit den Stars des Rennens und. Bezeki auf 5, 40,7. Wollen wir mal kurz schauen. 40,7, 40,3. Ja. 40,3. Da wäre ich schneller gewesen als mein Teammate. In der Fahrermeisterschaft bleiben wir auf Position 3 mit 250 Punkten. Das haben wir erfüllt. Der Ruf steigt gewaltig nochmal an. Klar, Ende der Saison. Wir sind komplett erster Fahrer. Meisterschaftsvorgabe haben wir erreicht. Die Ziele für das Rennen leider nicht. Position 10 war sogar das Ziel. Teamkollegen haben uns, glaube ich, beide geschlagen. Auch Kornfall war vor uns. Das passt soweit. Dann wollen wir nochmal enttäuscht in die Boxengasse gehen. Das schneide ich jetzt nicht raus. Jetzt gilt es, das schlechte Ergebnis abzuhaken und sich auf die nächsten Rennen zu konzentrieren. Ja, die nächsten Rennen in der Motor 2 allerdings. Da werden wir uns, glaube ich, jetzt drauf konzentrieren. Wir schauen uns nämlich noch die Angebote an. Du hast Angebote von anderen Teams erhalten. Willst du die ansehen oder lieber bei Brüssel GP bleiben? Wir schauen uns mal die Angebote an. Und ich kann nicht in die Motor GP wechseln. Okay. Also wir könnten ein Team bilden mit Passini, okay, das hätte schon mal was, mit Sam Lowes, Ben Snyder und Gardner, Corsi, Isaac Vinales, okay. Habe ich fast jedes Team zu Hause, weil das schockt gerade ein bisschen. Sim Racing Team, Danilo, Das Sack-Team, das würde mir schon zusagen. Mit Vinales als Teammate? Warum nicht? Warum nicht? Also mit Passini wäre... Ja, da wären wir aber knapp vor der Kündigung. Also das wären auch hohe Erwartungen. Klar, Platz 8, die Teamleistung wäre besser. Das auf jeden Fall. Nee, ich glaube, ich habe mich festgelegt für das Sack-Team. Ich glaube, da werden wir unterschreiben und dann in der Moto 2 antreten. Blau gefällt mir. Ja, das gefällt mir sogar. Man erwartet von uns Position 10. Ich glaube, das nehmen wir. Komm, der fährt nicht mehr alleine. Der kriegt ein Teammate. Der Vinales kriegt ein Teammate. Da unterschreiben wir. Ja, willst du wirklich beim Sack-Team unterschreiben? Ja, das möchte ich gerne. Also wenn wir damit weitermachen... Dann werden wir auch um Position 3 oder so herumfahren können. Qualifying Position 15. Rennplatzierung 13. Wir haben neue E-Mails. Da wollen wir mal schön reingucken. Ich habe mit Sack-Team gesprochen und freue mich sehr auf unser gemeinsames Abenteuer. Die Jungs arbeiten hart daran, die bestmögliche Maschine bereitzustellen. Das ganze Team ist überzeugt, dass der 10. Platz für dich in Reichweite ist. Viel Glück, dein persönlicher Manager. Das glauben wir auch. 10. sollte drin sein. Die Fahrzeugentwicklung sieht so aus. Oh, wir können gar nicht so viel. Es gibt einen Einheitsmotor. Okay.
Also Motor Tour hat einen Einheitsmotor, das stimmt sogar. Also wir können in der Bremse, in der Federung, im Rahmen und der Aerodynamik was machen. Ich glaube, dass ich sehr viel wieder in den Rahmen investieren werde. Okay, das ist natürlich anspruchsvoll, wenn der Motor ein Einheitsteil ist. Kann man sich da keine Vorteile mehr ziehen. Die habe ich mir vielleicht ein bisschen gezogen dann auch. In der letzten Saison, der Kalender ist natürlich der gleiche. Also da ändert sich gar nichts. Wir haben wieder 19 Grand Prix. Das bedeutet für euch ca. 19 Parts. Danach wird es dann weitergehen in der MotoGP. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir unterschreiben können in der MotoGP. Ich habe da schon ein kleines Wunschteam. Mir so ein bisschen herausgepickt, aber mal schauen, ob wir da reinkommen werden. Ich bezweifle es so ein bisschen. Aber vielleicht kann sich der eine oder andere das denken. Ich hoffe, dass ihr mit der Entscheidung leben könnt, die ich getroffen habe hier. Wenn nicht, dann tut es mir leid. So ist aber das Leben. Ja, kein Wunschkonzert. Ich durfte jetzt auch nicht frei auswählen, aber ich denke mal, ich habe da ein gutes Team getroffen. Mit Schwierigkeitsgradstufe 83 geht es weiter, wenn das mal wieder so passt. Also ihr seht das auch mal ganz kurz, ich gehe auf nächstes Wochenende. Da seht ihr, die 83 bin ich gefahren in Katar. Katar war letzte Saison in der Moto 3 ein großes Problem, da musste ich runterstellen. Mal schauen, wie das in der Moto 2 ist. Ich habe da mittlerweile die Erfahrung schon gehört, dass man in der Regel die KI hochstellen muss in der Moto 2. Ich weiß aber aus dem Vorgänger zum Beispiel, da hatte ich keine Chance mehr gegen die realistische KI. Aber hier sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Schreibt mir ruhig die Entwicklung, die ich vollzogen habe in der Modus. Wie habe ich mich verbessert? Habe ich mich nicht verbessert? Welche Fehler müsste ich noch ausmerzen? Und so weiter und so fort. Ihr könnt mir da gerne Tipps, Tricks geben. Ihr könnt mir natürlich auch Tipps und Tricks geben, wie ich mit der Moto 2 fahren muss. Mit diesem Bike, mit der Maschine. Was da anders ist im Vergleich zur Moto 3. Ansonsten, macht's gut, haut da rein und tschüss.